Ihr Lieben da draußen, Galoppa steht vor der Tür. Voll neben dem... Galoppa hatte ich noch nicht gehabt. Das zeigt ja die Weiterentwicklung von Epona, ne? Eponita? Eponita heißt es auf Deutsch, glaube ich. Eponita, ja. Das ist cool. Hoffentlich kriege ich den. Das Galoppa. Und Kümchen ist schon wieder etwas salzig. Ivo. Was hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht. Nein, Kümchen ist etwas salzig wegen dem Pokémon, das ihr nicht bekommt gerade. Oder ist das... Ach so, weil sie kriegt es gerade noch nicht, aber es ist noch nicht gestorben, oder? Ich weiß es nicht. Ah, sie hat es kaputt gemacht. So, Dexi, wenn du möchtest. Oh, ich glaube. Boah, ich wollte gerade sagen, das Spiel hat sich gerade verabschiedet, weil mittendrin die Musik aufgehört hat und einfach. Hier ist ein Verkäufer. Da, wo die Hütte stand. Ist das ein Verkäufer? Mal reingucken. Ach, jetzt auch Steine, Feuerstein, Blattstein, Funkelstein, Dunkelstein. Ich glaube nicht, dass ich davon was brauche. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie bezahlen könnte. Okay. Cool. Neues Galopp-Dings-Vieh. Ich glaube, Gnome, du hast es, glaube ich, jetzt sogar auch, oder? Ja. Sogar eins deiner ersten, meine ich sogar. Das waren so deine ersten Viecher, die du hattest. Ja, ich glaube, das dritte. Irgendwie sowas. Bonita oder Galoppa. Weil es mich genervt hat und dann war es eines der stärksten, die ich hatte. Ich bin ja gespannt, was da wird. Ich werde mal ein paar Pflanzen, Blümchen setzen. Ja, das sollte ich Raffa mal eben zeigen. Raffa! Oh oh, ich habe das Gefühl, ich bin gleich... tot? Altar. Nee, gemutet? Nee, Raffi hat ein Schwert in der Hand und rennt hinterher. Was hat sie gemacht? Raffi hat mir doch gesagt, wenn sie mich erwischt, wird sie mich töten. Das sieht irgendwie nach... nachtragend aus, etwas. Was ist passiert? Ich hab das nicht verstanden. Was? Beim letzten Mal hatte Raffi. Nein, andersrum. Hat Kim Raffi über den Haufen geschossen. Aus Versehen. Ach so, ja. Und das... es sollte eine Rache geben. Und das scheint jetzt gerade stattzufinden. Das finde ich okay so. Ja, ich wollte gerade sagen: Tüte Popcorn, guter Sitzplatz. Ihr seid fies. Leck? Irgendwie hat sich gerade bei mir was verabschiedet, glaube ich. Weil es leckt gerade manchmal diese Sekunden-Lecks wieder. Ganz komisch. Akzeptiere dein Schicksal. Ich kann mich verstecken. Jetzt ist die Frage. Der Weg ist das Ziel. Pass auf. Das ist ja, glaube ich, der Weg, der dann auch hier so runtergehen sollte, ne? Zum. Sorry, Raphael, bitte lass du. Ich glaube, dann machen wir diesen Stein hier weg. Ich komme mal mit der Mittellinie des Toreingangs hochgelaufen. Achso, okay, mit der Linie, okay. Jetzt ist mit der Linie, ja, sehe ich selber eigentlich. Aber kannst du ruhig mal machen. Müsste eigentlich hier sein, so. Ach, das sind drei, okay. Also unten ist drei breit, ich habe jetzt einfach nur den mittleren genommen. Ja, ist genau den ich gerade angedingst habe. Okay, dann passt das ja. Ja, plus zwei, plus zwei. Alles gut. Ist schon wieder irgendwas hier? Ja, ein Block liegt ja noch.
wollte es ja im Prinzip nur kurz einmal... Genau, wieder zumachen wieder. Hä? Irgendwie leckt das gerade bei mir wieder. Das ist echt zum Kotzen. So, okay. Dann so. Perfekt. Machen wir ganz kurz das hier, weil das stört mich, wenn ich nicht sehe. So, okay, cool. Dann mache ich jetzt nämlich hier wieder die Mauer hin. Vielleicht sogar ums Eck rum. Ich guck gerade. So wie du das hier auch gemacht hast. So, ne? Ja. Nur so andeuten, ne? Genau. Und das ist ganz cool hier, ne? Oder? Das ist, ja, perfekt. Das ist genau diese drei. Wenn du mich dann von hier kommst, läufst du auf die Mauer hier drauf zu, diese Dreiermauer. Und hast nicht irgend Unordnungsstörung dann. Aber ich muss glaube ich, noch mal ganz kurz das Spiel trennen. Ich habe mal wieder schönsten Spaß heute. Immer wieder Black Screen. Wie oft habe ich das jetzt schon in der Folge gehabt? Da ich ja nicht schneide, habe ich das immer ziemlich oft jetzt. Ab und zu ganz komplette Spiel neu starten. Aber irgendwie passiert dann manchmal was. Gerade eben war ich gerade bei diesem wie hieß die? Eponita? Nee, wie heißt das gerade? Keine Ahnung. Galoppa. Rapidash ist das, glaube ich, auf Englisch. Rapidash, genau. Bei dem Kampf und plötzlich ganz kurz hat es geleckt. Die Musik ist plötzlich einfach ausgegangen, ohne wirklich ausgelaufen zu sein, die Folge. Also der Song. Mhm. Und dann plötzlich habe ich dann diese Sekunden-Lags immer. Das nervt. Launch of it geladen. Scheint aber gerade mehrere noch das Problem zu haben. Ja. Affa ist auch raus. Dawn ist vorhin auch nochmal raus. Und Kümchen sagt, sie hätte was für dich. Lauf. Icke? Ich überlege gerade. Vielleicht. Ah nein, okay, du könntest doch. Okay. Den Platz doch, glaube ich. Oh, da ist er. Den Platz das größer zu machen. Wo man sie satt, jetzt muss sie. Blumen! Okay, Blümchen. Ich bin Blumenboy. Ach ja, du kannst noch das Glas aufsammeln. Okay, das hat sie auch gebrochen. Oh mein Gott. Kann jemand das hier? Sonst ist das, wenn ich glaube, ich mache das, ich muss das, glaube ich, so machen, pass auf, also, wenn ich nämlich jetzt das so abschließe, ich habe keine Mauer mehr, dann muss ich das hier aufreißen und mache hier raus, das kann man lassen, mache hier zu und mache jetzt hier noch einen Platz raus. Dexon? Ja? Was hältst du von der Idee, den Weg nicht genau hier lang zu führen, sondern ein Stück weiter so, dass er eher mittig läuft, hier irgendwo. Mir egal. Weil dann hast du auch nicht dieses Thema, dass das hier so ein bisschen verwurzelt ist. Verwurzelt, ja, ist ein tolles Wort. Mir ist es Wurst. Ich habe es jetzt nur hier gemacht, weil dann läuft das so um dein Haus herum. Also ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich gucke einfach nur gerade, dass man das eventuell dieses Vorplatzthema jetzt ein bisschen auflöst. Man könnte aus dem Vorplatz trotzdem noch was Nettes machen. Dann überlege ich mir gerade. Ich brauche aber ganz kurz deine Steine, die ich dir gerade gegeben habe. Ich habe so viele Blumen hier dabei. Ich muss das nur hier auffüllen. Ist hier kein Platz mehr? Da, Steinziegel, Erde, Erde. Erde. Ist doch alles drin. Ja, da muss ich ganz kurz. Ich mach's mal ganz kurz Ranken rein. Kannst du die mal rausnehmen? Und wenn du willst, kannst du die schon mal irgendwo hinten hinplappen, pappen. Die Ranken? Achso, für die Rückseite. Für die Rückseite hat mir überlegt, das so zu machen, um das ein bisschen zu retuschieren, die ganze Sache hier. Ja, stimmt. Hatten wir drüber gesprochen. So. Ich
Fall Jump hier. Ich jump hier wie so ein König. Ich überlege noch. Was wollte ich jetzt gerade tun? Weiß nicht. Du hast uns nichts gesagt, deswegen kann ich nicht sagen, was du machen wolltest. Richtig. Ich weiß es wieder. Haus bauen. Nee, eigentlich schon. Material für Hausbau zusammensammeln. Ich brauche Fichtensetzlinge. Au. Wie der hier so rüber guckt. Geh mal weg, ich hau dich platt. Wie lustig. Hier dieser Kaku, weiße Geier was, Mann da, dieser Käfer, ach dieser, der Biber mit der Dingsweste. Ja, der Schülerlotse. Schüler, genau. Noch sieht das alles noch recht wild aus hier. Also der Vorplatz ist nicht. Oh, da ist er. Oh. Ich muss die Mücken kaputt haben. Nee, ich hab sie leider nicht getroffen. Es sind sogar zwei. Ich muss mal ganz kurz Mücken killen. Mücke 0, Dex 1. Ja, aber das ist noch eine zweite. Die habe ich gerade eben auch noch vorbeidüsen sehen. Es waren sogar zwei. Die Schweine! Komm zu zweit, Feiglinge. Eine ist aber tot, 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 tot. Ja. Ja, kann man erstmal so lassen. Also das mit dem Hecken Ranken platzieren, das muss ich nochmal üben, glaube ich. So richtig gefallen tut mir das noch nicht. Dex, dein Mikro ist, glaube ich, durch gerade. Ja, dein Mikro knarzt. Dummi, was vielleicht Test, vielleicht Test. Noch interessant? Ja, jetzt wieder. Jetzt geht's Test, wieder. Test, ja. Sorry. Die werden wir so runterhangeln jetzt. Die gehen immer runter. Vielleicht ist euch für Tipp noch, was das angeht, was das Runterhangeln angeht. Da könnt ihr einfach, nehmt einfach Fäden, die ihr normalerweise von Spinnen bekommt, und setzt die dahin, wo ihr sie runtergehangelt haben wollt. Die sieht man nicht und die blockieren den Block. Können die nicht weiter runter. Ach so. Okay. Wenn sie weiter nach unten wachsen, ist das alles okay. Ich habe mich jetzt halt einfach nur ein bisschen angestrengt, da ein halbwegs hübsches Muster an die Wand zu bappen. Nee, Muster wirst du nicht hinbekommen, weil die werden so automatisch runterwachsen jetzt. Ja, genau, das kann man damit halt vermeiden. Wenn man irgendwo Löcher drin haben möchte oder sowas, kann man da halt einfach Fäden hinsetzen. Die sieht man nicht und dann wachsen die da nicht runter. Ja, aber wenn das jetzt einfach nur alles nach unten wächst, ist doch okay. Ja, wenn das geplant ist, ist das okay. Es ist einfach nur. Ja, das wusste ich nicht. Dann hätte ich ein bisschen weniger dran gebappt. Ist egal. Die kriegst du sowieso wie Ladesand am Meer. Voll rosa. Gefällt mir nicht.
zu viel davon. Diese Fliederhecke. Was sind Sonst Flieder? Kannst du eventuell einzelne Sonnenblumen bei mir aus dem Garten klauen. Und irgendwas anderes dafür hinsetzen. Da hast du ein bisschen Gelb dann. Ich habe so viele Blumen. Ich habe die ganzen Taschen voller Blumen. Ach so. Nee, dann lass mein Garten ruhen. Ich bin voll der Blumenboy geworden hier. Eine weiße Tulpe. Wo zum Geier hat die Tulpen her, die Akuma? Tja, ich bin genau der gleichen Meinung wie ihr. Dex, ja? Guck mal in den Chat. Was war? Tony. Sollten ja alle mit, das ist ja sowas, was eine größere Aktion wird, also was. Ich weiß nicht, sind alle da? Es sind auf jeden Fall viele da. Pau habe ich hier gerade gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind alle da. Es sind alle 10 Leute da. Moment, wir sind mehr als 10. Wer fehlt? Der AMD fehlt. Ja. Und wer noch? Weiß ich nicht, fehlt noch einer? Aha. Schnu. Oh ja. Die Schnu. Also Schnu und ja, AMD ist ja irgendwie auf Pausemodus, sag ich mal. Und Schnu, weiß ich nicht. Der scheint ja im Moment relativ wenig online zu sein. Aber nicht die Kiste, ich wollte essen. Also wir haben echt belesene Leute, ne, in der Stadt. Das muss ich denen lassen. Es ist voll hier, brechend voll. Zum Glück können die Treppen nicht hochgehen, die Leiter. Die sind falsch informiert. Die glauben alle, dass wenn man neben einem Bücherregal sitzt, dass das abfärbt. Lala, lala. Irgendwas stört mich hier. Kann ich hier nicht. Next, möchtest du mal was Lustiges sehen? Habe ich schon gesehen. Danke. Musste schon lachen. Du willst jetzt keinen riesen Mammutbaum bitte nicht bauen. Nein, nein. Jetzt bin ich doch noch da drin. Vor allem, die sind schon fertig. Ja, ganz entspannt, den will ich jetzt wieder abbauen. Ich wollte euch nur ärgern. Du kannst ja. Der ist sogar verhältnismäßig klein. Der ist auch voll, ich muss ganz ehrlich sagen, der sieht sogar echt hübsch aus für einen Tannenbaum. Ja. Krass. Sind doch gut als Bahntannenbäume. Der hat voll die perfekte Form für einen Tannenbaum. Wir haben ja noch ein klein bisschen Zeit, bis wir das brauchen, aber ja. Ja, wir könnten noch ein paar. Ich brauche einfach nur gerade das Holz und ich dachte, wenn schon, dann kann ich euch doch gleich nochmal. Einen vor die Nase hängen. Ja. Mhm. Aber das können wir tatsächlich dann bald machen. Frage ist halt, wo? Dann müssen wir ein paar Steine auf dem Platz rausnehmen und dann den Tannenbaum hochschießen. Ja, müssen wir ganz kurz über das Wasser trocken legen. Meinst du? Ja. Nein, wäre ein Scherz, aber trocken legen, der muss ja genau in die Mitte der Weihnachtsbaum. So, ja, natürlich. Das können wir natürlich auch machen, dass wir einfach den Brunnen dann ausschalten und einen Blumentopf setzen. Okay. Mittelchen hat das Spiel verlassen. Warum ist denn schon wieder? Ich hoffe, der muss doch nicht ins Bett. Brauchst du gerade irgendwas, Kim? Ich? Netherwarzen, aber ansonsten nicht wirklich. Das hört sich eklig an. Netherwart ist auf Englisch auch nicht viel besser, so gesehen. Ja, diese komischen Unterweltgewächse. Willst du mal sehen, was ich damit mache, Dex? Nee, ich muss ganz kurz, bevor es jetzt losgeht, muss ich mich jetzt ein paar Sachen noch erledigen. Oh, ich habe mich noch eine Kiste frei. Ich muss nämlich noch Blumen loswerden.
Gehst du weg hier von der Kiste? Im Zweifelsfall ins Lager werfen. Aber ich hab dir auch in die kleine Holzkiste Kisten gelegt. 3 Stück. Du hast mir in die Holzkiste? Ja, wo du gerade drin bist. Da sollten noch 2 Kisten drin. Ich sehe sie auch gerade, ja. Das wird übrigens der Teich hier. Ich guck mal, wie das aussieht. Wenn es nicht aussieht, dann kommt er weg. Ja. Würde ich gerade, ob der wirklich so tief sein sollte. Aber. Weiß ich nicht. Das, ob ich das jetzt. Muss eigentlich gar nicht. Ich muss aber auch erstmal einen Eimer holen. Hm. Und ich mache mir erstmal einen schönen, wie heißt das? Einen unendlichen Brunnen. Es kommt ziemlich viel Bewegung gerade in die Stadt, ne? Mhm. Ich kann dir, glaube ich, 2 volle Eimer anbieten. Wenn du hast, komme ich wieder zurückgeflogen. Ja, plöpp, plöpp, im Lager. Bring ich mit hoch. Ich sehe gerade nicht, was mit dem Tyranitar, wenn du mit dem läufst, du siehst überhaupt nicht, was da... Beziehungsweise, ja, ich schmeiße hier einfach mal rein. Hoshi, jetzt hab ich ja schon vorbereitet für so einen unendlichen Brunnen. Genau da, wo die Kim gerade reingelaufen ist. So. Warum baust du denn einen extra unendlichen Brunnen? Du hast doch hier mehr als genug Möglichkeiten dafür. Ich mach das immer so. Achso, hier, genau. Kann ich ja mal mithelfen. Richtig. Ups. Ich hab gerade keinen Eimer dabei. Okay. Ach, ich fall schon wieder runter. Ah, jetzt ist er voll. Ich muss sowieso mal gucken, ob wirklich dieses... Was hast du gemacht? Ich war noch mal ein Loch, wie willst du sie wieder hinter mir her? Ist leer? Nein! Krass. Wie hast du denn den leer bekommen? Ich hab das falsche Eck weggenommen. Aber jetzt kriege ich meinen Eimer gerade nicht befüllt. Warum nicht? Keine Ahnung. Komisch. Ich glaube, wir müssen die wirklich die Mitte da, wo du auch meintest, wegmachen. Das ist zu tief. Du willst wissen, warum es die Strömung gibt? Was ist jetzt schon wieder los? Nee, ich habe irgendwie gerade hier eingetaucht und jetzt habe ich einen Block trocken gelegt darunter. Warum die Strömung so ist, das ist nichts ganz Unbekanntes. Ah, jetzt. Ich glaube, die muss gar nicht so tief. Ich muss mal wieder. Aber ich wollte so mal gucken, was könnte ich da runtersetzen, was ein bisschen realer aussieht. Vielleicht ein bisschen Kies. Hast du noch Kies gerade da, Kim? Ja, müsst du mal in die Kiste gucken, die ich da gerade eingepflanzt habe. Nee. Ich habe wieder diesen blöden Bug, wo... Wo? Die Mausfall beim Pokémon-Kämpfen immer wieder in die Mitte geht. So, jetzt ist es nämlich weg hier. Ist ein und wegen der anderen Blöcke, ich gehe mal Kies zu holen. Ich habe noch Kies. Ich meine jetzt nicht grobe Erde, sondern richtigen Kies. Ist das kein Kies? Das ist grobe Erde. Ah. Ich meine den ganz grauen, was du deinen Weg mitgemacht hast. Okay, ja, geh mal. Mal gucken, wie das aussieht. So ein bisschen verschiedene Grundsteine wäre ganz cool. Mhm. Wirkt dir nicht zu hell? Weißt du es nicht?
Vielleicht eher irgendwie eine Ecke damit machen. Oder so lassen. Lass mal das. Einfach so mal da mal ein Stein, hier mal ein Stein. Also ich habe jetzt den Teich einfach erstmal so ausgerissen. Der kann auch noch eine andere Form bekommen. Ich habe den jetzt einfach mal so gemacht, dass er so ein bisschen wild aussieht. Und ich habe gerade eine Idee, was auf jeden Fall hier rein muss. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die Rosenblätter. Habe ich schon geholt. Da. Könnt doch noch am Rand mit Schilf ein bisschen arbeiten. Da. Das sieht gut aus. Ja. Schilf habe ich auch noch bei mir zu Hause. Ich finde die hier auch ganz cool. Pass auf, guck mal hier. Einfach nur. Hä, Bruder, ich habe Gras. Grasbüsche. Ja, was? Das hilft auch. Die anderen Blumen habe ich hier auch hier hinten. Ich gehe sie holen. Ja. Aber Schilf ist natürlich, ja. Ja, Schilf ist ganz gut. Hallo. Schilf wäre schon ganz witzig. Zum Beispiel hier so irgendwo. Genau. Das dafür war die Insel eigentlich auch gedacht. Ich kotze mal ganz kurz die ganzen Blumen hier in die Kiste. Kannst ja von mir schon mal irgendwas hinhauen, wie du willst. Ja. Ich komme gerade wieder. Hol mal ganz kurz meinen Schilf ab. Wo ist der Mittelbäcker? Voll mit dem Kreuz. Der hat einen neuen Skin. Habt ihr ihn gesehen? Mhm. Umgedrehtes Kreuz. Dieser Schlingel. So, den Brunnen habe ich schon mal beseitigt, den Endlosen. Ja, genau, den habe ich auch ganz vergessen wegzumachen. Dann schauen wir doch mal. Bin unterwegs. Dann ein Lauch. Das Gebäude von Ruffy sieht so mega dunkel aus. Ach, das ist ein kleines Pflänzchen, okay. So. Wieso kann ich hier nicht setzen? So. Ist hier was? Da ist eine Fackel irgendwo. Ach nee, okay. Ich kann das nicht in die Mitte setzen, muss immer am Wasser sein, stimmt ja. Wahrscheinlich einen Großteil des Tages mit Rennen verbringen. Recht. Ich wollte gerade sagen, hast du, glaube ich, verdient, ne? Ja, schon, aber ich lasse mich trotzdem nicht einfach umbringen. Ich habe das absolut verdient, aber ich werde mich trotzdem nicht einfach umbringen lassen. Aber warum das nicht? Weil das viel zu leicht wäre. Das bei weitem nicht so viel Spaß machen würde. Der Außenrand könnte auch mit einem anderen Material gesetzt werden. Das ist auch mal nicht schlecht. Einzelne Blöcke zum Beispiel. Nee, ich meine jetzt von der Farbe her. Aber von der Farbe könnte man ja eigentlich auch nur das hier machen. Genau hier so zum Beispiel. Diesen hier. Nee, die passen hier mal gar nicht hin. Ja, so ein bisschen Doll. Erde ist ja auch noch in der Box. Und man kann die einfach so den Belag ja auch einfach abkratzen. Ja, das stimmt, das geht ich auch. Ich hatte den Radikal angegriffen. Jetzt muss ich erstmal wieder warten, bis Rafa wieder ist. Jetzt muss es nur wachsen, das Schilf, dann ist das sieht das alles wieder ganz anders aus. Wenn du möchtest, denkst, du kannst auch mit Schilf auf Schilf setzen. Das nee, ich weiß. Aber stimmt, ich hab ja noch Schilf. Genau, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe nämlich ja noch Schilf in der Tasche. Dann kann ich das mal loswerden. Okay. Ich würde irgendwie hier gerne an meinem Haus, an der Bibi, würde ich gerne hier in diesen Blöcken hier irgendwie sowas wie so eine Blumenvase reinsetzen. Sowas wie so ein.
Das, die Fassade ist zwar hübsch, aber irgendwie so noch nicht schön genug. Also von der Farbe her, da fehlt noch was. Nur was? Kann man. Ja, wieso habe ich denn jetzt die Karte so groß? Wie macht man die Karten kleiner? Was ist. Also bei mir ist es Enter. Oder meinst du rangezoomt? Ja, ranzoomen. Ranzoom ist Plus und Minus. Oder rund machen. Jetzt habe ich die plötzlich viereckig. Da musst du mal gucken und deine Einstellungen. Das habe ich auch. Bei mir war das auch irgendwie nicht belegt und dann habe ich das umgestellt. Aktuell ist es bei mir Enter, glaube ich. Nee, doch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich werde das gleich mal machen. Gut. Ich sage erstmal für diese Folge, wir haben ja eigentlich wieder was. Ich finde das eigentlich ganz nett hier, das ganze Gebiet. Langsam Stück für Stück kriegt das auch mal ein bisschen Farbe hier. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Tschüss.